Hallihallo und willkommen zurück zu Transport Fever 2. Wir sind immer noch bei den Mexikanern unterwegs. Und wer aufmerksam bis zum Schluss die letzte Folge verfolgt hat, der hat gesehen, dass mir hier natürlich ein Fehler unterlaufen ist. Den wollen wir erstmal korrigieren. Wir lassen mal die Zeit laufen. Der Zug steht hier, weil, ja, er wird jetzt hier ewig warten. Das wollen wir nicht. Wir müssen hier noch ein paar Dinge setzen, nicht wahr? Einmal hier, einmal da. Was? Wer ist im Weg? Wer ist im Weg? Was? Och, der ist auf der... okay, ich verstehe. Einen Moment, das halten wir ganz kurz an. Ich verstehe, wo der Fehler ist. Wir brauchen hier natürlich noch... So, und jetzt wird er auch weiterfahren, hoffe ich. Ganz genau. Das war der Fehler. Alles klar. Aber wenn die sich hier in die Quere kommen, dann... Ja. Kann entweder der eine oder der andere anhalten. Ich glaube, das ist auch ganz okay. So, und außerdem ist auch direkt, bevor er hier stehen geblieben ist, die erste Aufgabe fertig gewesen, beziehungsweise die zweite Hauptaufgabe, besser gesagt. In dem Fall das Hospital, ja, nee, gar nicht wahr, die Silberlöffel, ne, zu liefern. Und da wir Silberlöffel hier erfolgreich liefern, sollen wir uns jetzt entscheiden, hey, das läuft so gut, bring doch bitte den Alkohol oder aber die Silberlöffel jetzt mal bitte hierhin. Und ich würde behaupten, wir entscheiden uns hier für das Alkohol, Silber, 60, für 30, für 30. 30 Alkohol exportieren. Dafür gehen wir einfach hin. Der Alkohol aus den hiesigen Kakteen wird in den Krankenhäusern der ganzen Welt eingesetzt werden. Zu Desinfektionszwecken, versteht sich. Natürlich, zu Desinfektionszwecken. Wir setzen hier einfach mal den Punkt. Export. Ist okay. Hier hin. Und ändern die Linie. Ich denke, das ist am einfachsten. Welche ist es? Ich dachte, wir hatten hier eine. Eine Stimme? Hatten wir keine? Oh. Wir hatten keine? Interessant. Ich dachte, wir hatten eine. Nein! Sie ist noch nicht fertig gewesen. Natürlich nicht. Wir brauchen noch eine Linie. Machen die dann direkt von hier. Die brauchen wir ja nicht mehr. Nach da. Was? Die passen nicht zusammen. Es ist... Ist jetzt schon wieder. Die hier. Jetzt passt das. Natürlich. Man muss auch die richtigen Dinge anklicken. Mann, Mann. Okay. Nein. Ja. Cargo. Ab auf die Linie. Und dann hoffen wir mal, dass das hier funktioniert. Und was ist das hier? Fortschrittliche Technologie. Lass uns mal reinhören. Die Straßenbahn ist formidabel. Nur hält sie nicht dort, wo die Menschen hinwollen. Dank einer fortschrittlichen Technologie könnte die Linie im Zentrum verkehren, ohne dass überall Pferdemist herumliegt. Jetzt sollen wir doch zum Hotel und zum Hospital. Gut, dann bauen wir doch mal die Linie um. Und wo sind unsere Haltestellen? Hier aktuell. Das heißt, wir brauchen hier eine. Wo nehmen wir denn dann eine weg? Und da sollen wir hin. Wir nehmen die hier weg. Schade. Ja, ich weiß. Es meckert jetzt rum. Eigentlich können wir auch die Linie komplett neu bauen. Aber machen wir nicht. So. Gebäude, Straßen. Wir sollen auf Tram elektrisch stellen. Auf jeden Fall. Und können dann schon mal upgraden. Hm.
Doch dafür bauen wir eine komplett neue Strecke einfach. Na, die wird abgerissen, ist klar. Dann müssen wir auch hier reinfahren. Kollision. Mit was? Ja, wie sollen wir denn da bitte... Ist das ein Klein? Ah, alles klar. Okay, können wir kleiner machen. Das ist nur so eine Nebenstraße. Naja, wie auch immer. Dann haben wir das hier. Alles elektrisch. Hoffe ich. Wir machen einfach eine neue Linie. Und dann müssen wir die eine natürlich hier reparieren. Ne? Welche ist das? Die grüne Linie 3. Oh, die funktioniert aber. Das ist okay. Und wir fahren hier mit einer neuen Linie einfach. Einmal hier hin, einmal dahin. Halten vielleicht noch bei der. Setzen hier vielleicht noch eine hin. Okay. Gebäude, Haltestellen. Mal dort. Mal dort. Einmal. Ja, ich hätte gern hier, aber ich kann nur auf die andere Straßenseite. Mist. Ich will hier einen hinsetzen. Lass mich. Ja, okay. Dann fahren wir halt andersrum. So. So. Und so. Dort, dort, dort. Und dort. Und auf diese Linie brauchen wir jetzt natürlich elektrische Wagen, ne? San Diego Electric Trolley. Drei. Drei sollten reichen. Linie 10. Alles klar. Liebesgeschichten. In den Straßen von Topolobampo lungern einfach zu viele Junggesellen herum. Das ist der Produktivität enorm abträglich. Sieh deshalb zu, dass ihr Übermut gezähmt wird. Und wie ginge das besser als durch die verantwortungsvolle Aufgabe der Familiengründung? Keine Ahnung. Wir stimmen zu und schauen uns das später an. Wenn Leute heiraten, bekommen sie Kinder. Und dann werden sie brav und bieder. Du solltest in Sachen Romantik etwas nachhelfen, auf das bald die Hochzeitsglocken läuten. Bringe 10 Personen zum romantischen Aussichtsplatz für Verliebte und dekoriere den Platz mit 10 Bäumen für ein bisschen Privatsphäre. Ja, keine Pferde im Einsatz. Hier ist ein X dran. Das heißt, wir sollten die andere Linie einfach löschen. Dann sind die ja weg. Welche Linie ist das? Das ist Linie 3. Ja. Die Linie... Fahrzeuge auf der Linie. Okay, Fahrzeugmanager, Linie 3. Fahrt doch mal bitte alle ins Depot oder wir verkaufen euch einfach alle. Ja, weg damit. Keine Pferde im Einsatz. Und jetzt brauchen wir 10 Passagiere und dann ist das erledigt. Und als nächstes, weil wir da ja keine Pferde im Einsatz haben dürfen, müssen wir auch eine Elektro-Tram vielleicht zum Aussichtsplattform. Wo ist denn das? Das da? Das hier. 10 Bäume. Egal welche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, wir machen hier eine Haltestelle. Einmal hier. Und... Ja, aus der Straße würde ich sagen, wir machen müssen wir elektrisch machen. Verbessern wir das Ganze doch einfach mal. So. Interessant. Okay. Und dann bauen wir. Bauen wir das Ding einfach hier. Oje, oje. Nee, so nicht. Irgendwie an die Tram ran. Wartet. Wo ist es? Hier. Wir könnten auch hier ran und dann da das
mit unserer Linie verbinden, vielleicht. Ach, ist das... Ja. Oder hier. Oder aber... Oder aber so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sieht ja aus wie Kraut und Rüben. Ach, hey. Ach, du ahnst es nicht. Okay, so. Komm, die Tram muss hierher fahren. Ja, und wir können natürlich dann hier eine neue Linie einsetzen. Vielleicht eine, die hier rumfährt und dann halt da hoch. Machen wir das mal. 10 Personen. Hier sind 4 befördert worden und Alkohol? Moment, was ist mit unserem Alkohol los? Mit der Alkohollinie stimmt irgendwas nicht, ne? Ja, da stimmt was nicht. Ah, da kann der Zug natürlich so herfahren, wie er möchte. Warum funktioniert das nicht? Fehlt uns hier irgendetwas? Es braucht vermutlich... Guano. Ne, Kakteen. Und dann transportieren wir Guano. Warum macht er das nicht? Ist die große Frage. Haben wir vielleicht... Dem Wunder der Elektrizität sei Dank, kann die Straßenbahn nun alle wichtigen Orte bedienen. Und das auch noch bei Wohlgeruch. Aha, ja, okay. Dankeschön. Dann haben wir eins erledigt. Machen wir eben die neue Tramlinie. Kümmern wir uns erstmal darum. Und zwar von... Neue Linie. Von hier nach da, nach da, nach da. So, dass wir auch ein paar Leute dabei haben. Ne? Nach da und dann fährt er wieder zurück, hoffentlich über die gleiche Strecke. Ja, ist nicht schön, aber selten. Ja, Linie 11. Elektrische, ne? Ein paar mehr. So. Das sieht aus wie Kraut und Rüben und... Oh Gott, oh Gott. Ja, so würde ich normalerweise wahrscheinlich nicht bauen, aber in dem Fall... Es macht ja keinen Riesenunterschied. Was ist mit dem Alkohol? Die Linie sollte doch eigentlich funktionieren. Fehlt es uns hier an Fahrzeugen vielleicht? Lass mal schauen. Zwar ist es die hier, Linie 9. Da haben wir eigentlich welche. Die können eigentlich alles transportieren, oder? Ja. Also es wird eigentlich hier hingebracht. Wir haben eine Linie, die auch hier anhalten kann. Und den Zug, der das hier beliefern kann, Linie 8. Der kommt hier leer rein. Interessant. Ha. El Fuerte Destillerie. Hier kämen dann rein theoretisch, ne, die Kakteen an. Und dann haben wir den Zug. Haben wir vielleicht hier das falsche Cargo ausgewählt? Lass mal schauen. Eigentlich ja. Weil wir müssen ja Kakteen liefern, ne? Ja. Ja. Da haben wir uns irgendwie leicht vertan. Macht nichts. Wir brauchen den hier. Wir ersetzen den. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Schwupp. War auch jetzt nicht so teuer. Und ich hoffe... Ich hoffe, dass das der Fehler war. Wir checken aber vorsichtshalber auch nochmal den Zug hier. Der wäre richtig. Ja, er hat jetzt natürlich nichts dabei. Hier gibt es eine Produktion. Und hier ist der falsche Bahnhof, oder? Nö. Das ist Cargo. Natürlich. Das ist auch Cargo.
Eigentlich sollte er jetzt hier was hinbringen, oder? Tut er auch. Alles klar. Okay, das läuft. Das heißt, der Alkoholexport ist dann jetzt im vollen Gange. Und ich bin gespannt. Hier sind noch keine Personen drin. Warum fahrt ihr alle erst da hoch? Fahrt doch erstmal durch die Stadt. Und nehmt ein paar Leute mit. Das wäre echt toll. Vollkommen leer. Alte Holzbänke. Ja. Eine nette Straße mitten durch die Pampa. Elektrifiziert auch noch. Und? Warum haltet ihr da an? Achso, ne, ihr seid einfach nur zu langsam, ne? Ja, ja, ich sehe schon. Ist halt eine ordentliche Steigung. Naja, naja, was soll's. Ich hoffe, dass es irgendwie noch klappt. 6. Ah, alles klar. Okay, er hat welche dabei, er hat keinen dabei, er hat einen dabei, er hat auch keinen dabei und ja. Es wird dann zumindest auf 7 dann schon mal kommen, ne? Und hier warten dann doch schon die nächsten. Warten sogar einige. 22. Hui. Das ist heftig. Ja. So, Export, bitte. Wie sieht's aus? Hier ist unser Zug. Er hat 28 dabei. Fährt mit 50 km/h hier an der Stelle. Wahrscheinlich können die Waggons einfach nicht schneller, aber das ist schon okay. Cool, cool, cool. Gefällt mir sehr gut. Und endlich wirft die ganze Geschichte dann auch mal ein bisschen Profit ab. Und wir haben dann hier auch sofort die ersten Fässer. Das sollte dann jetzt auch endlich laufen. Wir checken dann hier mal den anderen Zug. Der ist gerade hier, dreht um, das ist okay. Und fahren mit dem mal mit. Ach, die Landschaften sind schon wirklich schick. Muss ich gestehen, gefällt mir wirklich sehr gut. Auch wenn es jetzt hier ein bisschen karg aussieht, ist trotzdem wirklich gut gelungen. Mit den Tafelbergen teilweise, also hier nur diese amerikanischen Karten. Der Wüste, den schicken Flüssen hier, die leicht grün aussehen, im Übrigen. Da hältst du wohl an. Schmusen. Ja, und damit bringt er die ersten 21 Fässer hier schon mal Richtung Bahnhof, die dann ja im besten Fall hier gleich stehen werden. Oh, hier stehen schon welche, sehr gut. Jetzt müssen die nur noch exportiert werden, natürlich. Linie 9. Ja. Ja. Die ersten 5 sind schon da. Das sind die nächsten 5. Das funktioniert sehr gut. Und dann würde ich doch mal behaupten, kann es ja gar nicht mehr ganz so lange dauern, bis das Ganze erledigt ist. Und ob das dann geklappt hat, das sehen wir beim nächsten Mal in der nächsten Folge von Transport Viewer 2. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder das Abo. Ich muss es sagen, oder? Warum macht man das auf YouTube? Verdammt nochmal. Los, jetzt abonnieren. Macht's gut, bis dann. Tschüss, tschüss.